Ah, fast. Hätte fast geklappt mit dem One-Shot. Komm her. Ich wollte jetzt eigentlich genau... Hier ist mein Geschenk. Ah, wenn sie ein Objekt erfinden, erhalten sie doppelt so viele Exemplare. Das hätte ich mir vielleicht aufsparen sollen jetzt gerade. Egal. Brauche ich eh nicht. Nicht wirklich eigentlich. Würde eher sagen, wir gehen hier besser weiter. Darüber zu den Artemis Suites. Gut, wir haben zumindest die Little Sisters schon mal geschafft. Kann ich... Ich kann sogar den treffen. So, und jetzt muss ich nur noch irgendwie hier rankommen, genau. Wieso ich jetzt keinen Auto-Ecker verwendet habe, weiß ich selbst nicht. Wahrscheinlich aus reiner Eitelkeit. Bin ein Hacker, ich muss immer hacken. Wenn es sich anbietet, muss ich mein Handwerk ausüben. Ob ich es will oder nicht. Und das ist jetzt gerade etwas blöd gelaufen. Dann muss ich jetzt irgendwie einen komplizierten Weg darüber erfinden. Wenn ich nicht bald die Teile finde, die ich suche, wird das nichts. Aber hab schon. Was war da? Ah. Passt. Genau. Komm, komm. Nein. Tagelichtspleiser. Ich bräuchte noch so einen Lidheadspleiser. Genau so ein. Das Level. Und weg damit. So, und... Pistole bitte. Au, 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 au. Ich bin ja halb tot. Die drehen aber gerade ordentlich auf. Nein, 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 nein. Oh. Och nein. Das gefällt mir gar nicht. Wo ist denn die Kamera? Da, Gott. Gott im Himmel. Kommen die jetzt oder nicht? Klang mir so runter. Die erste Kamera, die ich zerstöre. Es gibt für alles ein erstes Mal. Sagt man immer so schön. Hab gerade nur Angst vor den Sicherheitsbots. Die können verdammt nervig sein. War das eine vollwertige Leiche gerade? Ich glaube eher nicht. Oh, jetzt hat sie einen schönen neuen Look bekommen. Einen ganzen schönen neuen Look. Richtig beautiful geworden. Die kleine Frau. Komm, komm. Nein, 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 nein. So ja mal gar nicht. Ich muss... Schnell, schnell, schnell. Oh komm, das ist eine leichte. Bei der spare ich mir das jetzt aber wirklich auf. Ich meine, ich habe zwar 5 Auto-Hack, aber wenn es schon so leicht ist... Da eben. Die paar Sekunden. Die kann man dann schon aufbringen. So, komm, springt ins Wasser. Das Gefühl, die trauen sich nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Das sind Wohnungen, oder? Schöne Wohnungen.
will man fast hier wohnen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich tendiere zu nicht. Ach toll, ich habe das Fenster bemalt. Ist da auch eine Möglichkeit. Ist eine Leiche mit dem Nagel? Ich glaube, das war kein Fingernagel. Genau. Greif du das Geschütz an. Sind wir alle happy. Gut. Au, 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 was? Wo ist denn der? Da. So. Geht doch. Meine Güte. Hier wird wieder übertrieben. Wir sind als Geschütz hingeflogen. Also das in Kontaktminen und Splittergranaten aufgelöst. Scheint zumindest so. Aber hier ist jetzt so direkt nichts. Ich meine, ich muss auch nicht hierher, von daher. Sollte ich vielleicht doch irgendwo weitergehen. Kommt denn die Leiche jetzt her? Okay, nein. Ich dachte jetzt kurz, da wäre ein Spider-Splicer. Klang so, als würde hier jetzt gerade jemand rumklettern. Ah, wenn mich einmal Telekinese bräuchte. Gibt man natürlich nie, wenn man es mal braucht. Aber ich schaue hier jetzt überall mal rein. Dr. Yi Sushong. Freie Klinik. Ich glaube, den suche ich sogar. Wenn ich mich nicht täusche. Ich nehme jetzt mal Panzer brechen, um die Kameras runterzuschießen. Weil ohne Elektrobolt ist das eher schwer als recht. Kann ich die wirklich nicht wegschlagen? Ma! Nervt das. Für die muss man immer eine Munition verbrauchen. Oh, 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 oh. Okay. Also wirklich stark sind die Geschütze eigentlich gar nicht. Also da würde ich gerne mal reinschauen. Mann, nervt das. Ach, jetzt habe ich Telekinese. Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Sushong. Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Du bist jetzt frei. Sushongs Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Ach, das war's schon. Ach, das war doch einfach. Okay, falsche Waffe. Falscher Moment. Komm her, Mistkerl. Oh, ich bin zu fies. Ui, ui, ui. Was? Die Maschine wurde gehackt und steht auf deiner Seite? Der stand eindeutig nicht auf meiner Seite. Deswegen die roten Lichter. Aber danke, dass du mir Mist anreden willst. Und? War so klar, dass hier irgendwo einer rumliegt. Medical Expert 3. Noch besser. Als 2. Wer hätte es gedacht? Gerade bei diesem Spiel. Verrückte Welt. Ich will jetzt aber bevor ich jetzt weiß gar nicht, wo genau es hier weitergeht. Warte mal, jetzt habe ich ja wieder. Jetzt bin ich ja wieder ausgerüstet. Von den Fähigkeiten her. Geht es jetzt unten weiter, oder? Genau, dann gehe ich aber trotzdem mal oben rum. Noch ein bisschen rumschauen, weil hier gibt es, glaube ich, noch ein paar interessante Audiologs zu
der Geschichte von Rapture, wenn ich mich recht erinnere. Von daher gehe ich hier doch mal schnell durch. Raketenwaffe? Immer praktisch. Achso, geht der nicht mehr höher. Zumindest hier nicht. Was denn? Wer meckert denn hier so? Ich glaube, du willst einen Barbinen haben. Komm, Bienen! Greift ihn an! Ah, ist das schön. Bienen erledigen alles. Ich meine, eigentlich muss ich ja immer noch drauf haben, dass irgendwas passiert, aber... Sie erledigen einen Teil der Arbeit. Fleißige Bienen. Oh Gott. So, jetzt wollte ich so ein blödes Wortspiel einfach machen. Wie die fleißigen Bienen. Oh Gott. Ist mir erst danach aufgefallen, wie billig das einfach ist. So richtiges Sarazan-Niveau. Ich mag das Sarazan-Niveau. Das ist genau mein Niveau auch. Bis auch ein Wortspiel. Ist hier auch irgendwas... Ist das hier ungefährlich? Sieht durch das rote Licht nicht gerade freundlich aus. Wenn ich ehrlich bin. Erwarte die ganze Zeit, dass hier irgendwo ein Gegner auftaucht. Mag das nicht. So. Nein, nicht... Ach. Nehmen, nicht schlagen. Mist, Kerl, blöder. Mit mir nicht, Freundchen. Gibt's hier sonst nichts? Ich dachte ernsthaft, hier gibt's mehr. Hm. Oder ich hab's übersehen. Warte mal, das will ich jetzt noch fertig schauen. Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Souchon, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Göhren geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Papa Sutta! Ja, hau ab! Vielleicht, wenn ich dieses genetische... Papa Sutta! Weg da! Papa Sutta! Papa Sutta! Papa Sutta! Papa Sutta! Hau ab, du dreckiges kleines Miststück! Warte, jetzt will ich aber... Jetzt will ich nochmal was schauen. Hier drinnen habe ich das doch gefunden, oder? Wenn ich mich recht erinnere, dann ist hier nicht nur das Audiolog, sondern... Genau. Das ist der liebe Herr Souchon. Wie er lebt und nicht mehr lebt. Genau das war hier. Jetzt erinnere ich mich. Und das ist der Big Daddy Bora, der ihn erledigt hat. Danke. Und das ist der großartige Erfinder von diversen Plasmiden. Und der hat die Big Daddies erfunden und vieles andere hier in Rapture. Genau das habe ich gesucht. Jetzt weiß ich es wieder. Dass ich darauf nicht gekommen bin. Aber jetzt haben wir es gesehen. Und ich müsste sogar fürs Thumbnail verwenden können, wenn ich daran denke. Wo ist das praktisch? So, ist hier jetzt noch irgendjemand Böses? Wahrscheinlich wieder. Vertraut euren Leich mit so einem blöden Grinsen nicht. Einfach aus Prinzip. Habe ich gerade gute Waffen ausgewählt? What the fuck, wie viele denn?